Assalamu alaikum. Der Bruder Ibrahim hat mich gebeten, zu erzählen, wie ich zum Islam gekommen bin. Zunächst, mein Name ist Frank Schäfer. Ich bin Ingenieur Elektrotechnik. Ich habe in Berlin studiert, habe da auch promoviert und lebe jetzt in der Nähe von Köln in Sindorf. Ich bin 1988 zum Islam gekommen, im Alter von 18 Jahren, also noch recht früh. Das war eine sehr einschneidende Erfahrung. Zunächst mal, wie es dazu kam. Ich war schon recht früh, mit 14 Jahren, auf der Suche, habe mich mit Esoterik beschäftigt, also mit Buddhismus und Hinduismus, mit Tarotkarten, mit Astrologie und alles, was so in dieses Umfeld dazugehört. Und mir hat immer was gefehlt dabei. Es gab immer irgendwo einen Mangel. Irgendwo hat es an Bodenständigkeit gemangelt bei bestimmten Ideologien, oder es war zu mystisch, zu viel Aberglauben. Auch vor allem waren keine wirklich soliden Praktiken da, mit denen man sich selbst reinigen konnte. Und ich habe damals schon angefangen, versucht zu definieren, für mein Leben irgendwas, welche Richtung möchte ich denn gehen? Also was ist, wofür lebe ich, wofür möchte ich meine Energien ausgeben in diesem Leben? Und da habe ich bestimmte Werte für mich definiert. Sowas wie Aufrichtigkeit, wie Bescheidenheit, wie sowas wie innere Mängel aufzudecken und eine innere Reinheit anzustreben. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kann man diesen Weg gehen? Also wo kann man Methoden finden, wo kann man Werkzeuge finden, um sich zu entwickeln? Und da habe ich damals in dem, was ich von der Esoterik kannte, eben nichts gefunden. Und irgendwann bin ich dann mal auf eine Gruppe von deutschen Muslimen gestoßen. Und das war eine sehr einschneidende Erfahrung für mich. Ich habe Bekanntschaft gemacht mit dem Gebet, und das war für mich wirklich die wirklich eindrucksvollste und wirklich wirkungsvollste Methode oder Meditation. Vor allem diese Bodenständigkeit und diese Beständigkeit dabei, dass ein Mensch fünfmal am Tag betet, sein Leben lang. Das war etwas, was für mich damals extrem beeindruckend war. Wirklich für mich irgendwo auch Sinn gemacht hat, und wirklich eine Verbindung mit Allah herzustellen. Dann das Fasten, also die Enthaltsamkeit, war auch ein Mittel der inneren Reinigung, das ich sofort verstanden habe, dass das irgendwo funktionieren muss. Und was vor allem sehr wichtig war dabei, war, dass man diese Praktiken, also das Beten, das Fasten, den Zikr zu Allah, konnte man machen, obwohl man wirklich im Leben steht. Man muss sich nicht irgendwie in eine Höhle verkriechen oder irgendwie ins Kloster gehen, sondern man konnte einen sehr, sehr intensiven Weg gehen zu Allah und gleichzeitig voll im Leben stehen. Ja, man konnte studieren, man konnte arbeiten, man konnte sich für diese Welt interessieren und gleichzeitig einen spirituellen Weg gehen. Und das ist ein Riesenvorteil des Islam. Und das war etwas, was mich sehr, sehr stark beeindruckt hat und auch überzeugt hat. Und letzten Endes der islamische Monotheismus. Ein Monotheismus, der frei ist von Bildern und der jenseits der menschlichen Projektion ist. Das ist etwas, was auch dem Islam zu eigen ist, im Vergleich zum Christentum, wo man sagt, dass Allah ist drei und Jesus ist Allah, und man eigentlich gar nicht richtig weiß, wie man Allah beschreiben soll, kommt der Islam mit klaren Aussagen, indem man sagt, dass es von Allah keine Bilder gibt, dass nichts in der Schöpfung so ist wie Allah. Und hier hat er noch angefangen, sich der Kreis zu schließen. Auf der einen Seite habe ich versucht, irgendwo einen Sinn zu finden in diesem Leben, eine Richtung zu finden in diesem Leben. Auf der anderen Seite war immer parallel dazu der Glaube an Gott und die Aussagen im Koran, dass wir erschaffen sind, um Allah zu dienen, das hat es zusammengebracht. Ja. Dass wir auf der einen Seite, wir suchen einen Sinn, und auf der anderen Seite ist da immer Allah. Und es heißt, dass man Allah dient, indem man seinen Namen praktiziert. Allah ist die Wahrheit, also dient man ihm, indem man wahrhaftig ist. Und Allah ist der Gerechte, also dient man ihm, indem man gerecht ist. Und so wurde alles, was früher vielleicht ethische Werte waren, was Grundwerte waren, fand sich nur wieder in den Namen Allahs. Und diese Namen Allahs wurden verbunden mit dem Sinn, also der Sinn des Lebens. Und es ist genau diese Sinnhaftigkeit, die dieses Herz empfindet als ein Heraustreten von Dunkelheit und Orientierungslosigkeit zum Licht und zum geraden Weg. Und das ist das, was mich sehr tief überzeugt hat und dazu gebracht hat, Muslim zu sein. Ja, welchen Ratschlag sollte man den Nicht-Muslimen geben in Bezug auf Islam? Der erste Ratschlag sicherlich wäre, dass man
sich mit Islam beschäftigt. Dass man sich mit den Leuten unterhält, die wirklich Wissen haben, die zwei Sachen in sich vereinigen, zum einen Wissen und zum anderen Gottesfurcht. Weil es bringt nichts, wenn man sich an jemanden wendet, der vielleicht viel weiß, aber Allah nicht fürchtet. Und es bringt auch nichts, wenn man sich an jemanden wendet, der vielleicht Allah fürchtet, aber nun doch kein Wissen hat und nur das erzählt, was ihm gut und recht erscheint. In Bezug auf die Muslime, man kann es nur noch mal betonen, seid stolz auf eure Religion. Werdet euch bewusst, was eure Religion ist, was eure Geschichte ist, was die Sahaba gemacht haben. Verkauft sie nicht für einen billigen Preis. Ich meine. Es gibt Leute, die sind gestorben für diese Religion. Die haben alles gegeben. Damit ihr dieses Licht bekommt, damit ihr Rechtleitung bekommt. Und dann sieht man die Leute, wie sie ihre Religion verkaufen, um gut dazustehen, aus Angst davor, dass sie irgendwie ausgeschlossen werden. Das ist beschämend, muss ich sagen. Es ist wirklich beschämend, wenn man daran denkt, dass Bilal hat, dem hat man einen Stein in der Wüste auf die Brust gelegt und er hat den Tod vor Augen, ja, und die haben gesagt, sagt, dass es zwei Götter gibt, sagt, dass Allah nicht der einzige Gott ist, und er hat gesagt, Ahad, Ahad. Ja. Und wir beim kleinsten Wind der Welt, verkaufen die Religion. Ja. Und Salahuddin, der diese Webseite, die wahre Religion, auch mit unterhält, hat es auch wirklich sehr schön gesagt. In seinem Vortrag betont es auch immer wieder. Leute, werdet euch bewusst, was ihr da tut.